Ich solle mein Bestes tun, General. Dieses Dorf ist verflucht. Und meiner Meinung nach ist es so am besten. Okay, wir verschwenden nicht den ganzen Tag damit. Und hör auf, mich General zu nennen. Mein Name ist Vulkan. Verstanden, General Vulkan. Ich schlage vor, du lebst damit. Gratuliere zur Beförderung, General. Ja, danke. Wie auch immer. Vergiss es, Soldat. Kannst du mir ein paar Informationen über das Dorf geben? Was denkst du über deinen Vorgesetzten? General Hauptmann Mason ist ein guter Anführer. Er ist, kompetent und, Sei ehrlich, Soldat. Wenn ich etwas hasse, dann lügen. Ich will nur keinen Ärger, General. Du bekommst keinen. Ich frage dich, weil ich dir vertraue. Niemand wird es je erfahren. Gut, General. Es ist so. Hauptmann Mason, ich denke, er ist kein guter Anführer, General. Er beschimpft uns die ganze Zeit und bringt uns nichts bei. Er trinkt die ganze Zeit wie ein Nachttopf, statt seine Patrouillen zu machen. Wie ein Nachttopf? Götter, ich will es gar nicht wissen. Danke für die Information. Es bleibt unter uns. Was kannst du mir über den Verwalter sagen? Der Verwalter? Nun, ich weiß nicht viel, General. Aber vor dem Krieg hat er sich um das Jagdhaus gekümmert und kaufte Gemüse bei meinen Großeltern. Aber er mochte sie nicht sehr. Er sprach mit ihnen, als wären sie Abschaum. Okay. So viele Flüchtlinge. Machen sie Ärger? Nun, es stimmt. Es sind wirklich viele und das bedeutet viel Arbeit für uns. Manchmal versucht sich einer von ihnen reinzuschleichen und Essen zu klauen. Aber das lassen wir nicht zu. Allerdings können wir ihnen auch nicht böse sein. Es liegt nur am Krieg. Diese Leute sind wie wir, mehr oder weniger. Außer, dass sie alles verloren haben. Und manchmal helfen sie uns auch. Ein paar haben sich sogar den Wachen angeschlossen. Und dann ist da noch Renko. Er hat den Spaten meines Großvaters repariert. Er ist ein guter Kerl. Ich verstehe. Die Sümpfe liegen den ganzen Tag vor dir. Du musst sie gut kennen, oder? Nicht so gut, General. Ich setze nie einen Fuß hinein. Zu gefährlich. Hauptmann Mason hat mich diesem Tor zugeteilt. Und das reicht mir. Es gibt viele Monster dort draußen. Ich kann sie hören. Und das ist genug. Und selbst wenn es keinen Lärm gibt, höre ich Flüstern. Das ist viel schlimmer. Flüstern? Ja, General. Klingt manchmal wie die Stimme meiner Mama. Abgesehen davon, dass sie seit 5 Jahren tot ist. 5 Jahre, 1 Monat und 2,5 Wochen. Und dass ich sie überhaupt nicht verstehe, was keinen Sinn macht. Mama und ich haben uns immer verstanden. Verstehe. Wechseln wir das Thema. Bis später, Soldat. Netter Kerl, ein wenig verpeilt, nehme ich doch mal an. Nun ja. Mal sehen, was uns hier erwartet. Irgendwo muss doch hier... Ach, verdammt, wo ist denn der Hauptmann? Muss ich so... Ach du... Wäre ich nicht schneller hier rum? Ja, hinunterklettern. Ist klar. Ich werde einfach mal runtergejumpt und dann ist alles okay. So. Oh, da sind schon wieder... Was soll denn der Scheiß jetzt? Ah ja, ist schon klar. Gegenangriff. Und noch ein Gegenangriff. Sehr schön. Okay. Mach dich ab. Ah,
Okay, meine Kollegin ist tot, das ist ein Problem. Und ich bin auch tot. Mist. Okay, eins von den Viechern kommt schon mal. Und wenn nur eins kommt, ist das alles gut. Mit einem wird man nämlich locker fertig. Wenn die nur die andere angreift, ist das recht einfach für mich, die platt zu machen. Weil eben ich nichts abbekomme. Nein, ach verdammt, die Blöde. Nein, Sekunde, ich hab's gleich. Nee, der nicht. Okay, auf geht's. Noch eine kleine Angriffsserie. Und noch einmal ausgerichtet. Sehr schön. Na. Oh, warte. Shit. Da war doch was. Die haben doch immer ganz gut geholfen, soweit. Jetzt werde ich noch ein bisschen geheilt. Jetzt ist die dann auch tot. Oh, und sie hat sich um das andere gekümmert. Das ist natürlich auch schön. Hier hinten nicht noch ein Beutel? Ja, genau. Heilung ist ja schön und gut, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich mit einem anderen Krieger, der mich da unterstützt, noch besser dran wäre und vor allem mit einem starken Krieger und Kerl ist ja auch extrem stark, der Schwertkämpfer jetzt. Ich meine, ich konnte mich ja nur mit Defense praktisch gegen den verteidigen. Was anderes ging ja gar nicht. Deswegen beeile ich mich jetzt mal. Und dann kann ich den auch direkt dann da vorstellen, wenn er den dann den freien Klingen beitreten will. Okay, niedrige FPS, das wundert mich gerade. Warte, ich muss ja hier rein. Rathaus betreten, genau. Jetzt schießen die FPS wieder in die Höhe, dann, wenn nichts zu zeigen ist. Naja. Der Söldner grüßt dich, Ritter. Randwahl? So. Ich brauche dich. Komm mit mir. Der Ritter ist erfreut, zu Diensten sein zu können. Sehr schön. Randwahl ist der Gruppe beigetreten. Und das Mädel tritt jetzt aus. Ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Wie heißt die jetzt? Randwahl ist beigetreten. Ach, Sibyl. Klar. Ein erfahrener Krieger, den finde ich als Begleitung auch besser, weil die haben ein bisschen mehr auf dem Kasten normal als irgendwelche jungen Leute. Ist nun mal so, auch wenn sie ein wenig älter sind und dadurch vielleicht ein Ticken langsamer. Das können sie durch ihre Erfahrung wettmachen und trainierte Reflexe sind immer noch trainierte Reflexe und nicht irgendwas. Gut, machen wir uns wieder auf den Weg hier entlang. Dann hatten wir hier die besiegt. Schön. Ach, eins, okay. Moment, hier hoch. Ist da mein... Bin ich da hergekommen? Pfad der Ruinen.
Da konnte ich vorher nicht lang gehen. Das weiß ich noch, aber warum ich jetzt da lang gehen kann? Ich suche ja eigentlich nur meinen Hauptmann. Ein Dorf der Flüchtlinge. Okay. Legende einblenden. Gefährte Personen, primäre Aufgabe, sekundäre Aufgabe. Also erfülle ich gerade eine primäre Aufgabe. Ups. Oh, hochklettern kann man da immer noch. Ja, das wird dann wirklich ein bisschen eine Kletterei. Jetzt ist die Frage, finden sich hier noch Gegner? Wow, 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 wow. Ach du Scheiße, was ist das dann? Das Ding lebt in einem Baumstumpf? Ups, Entschuldigung. Dann warte ich noch mal kurz, bis mein Kumpel sich geheilt hat. Oh, der hat sich schon geheilt. Das war echt krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass in dem Baumstumpf irgendwas ist. Ah, so kann man den Stil wechseln. Sehr interessant. Da können wir später nochmal lang gehen. Ich wollte ja jetzt erstmal meine Aufgabe erfüllen. Und dem Anführer dann einen neuen Krieger verschaffen. Was zum... Okay. So, jetzt ein schöner Konter. Okay, da hatte ich was abbekommen und das war nicht gerade wenig. Wow, der hat aber gerade ziemlich dick die Kacke am Dampfen. Oh, da hat's mich erwischt. Okay, versuchen wir es erneut. Allerdings... Nee, wollte ich. Der Söldner grüßt dich, Ritter. Wir müssen über dein Kampfverhalten reden. Konnte ich das nicht auch mit mir reden? Wie soll sich der Ritter verhalten, wenn er auf seine Feinde trifft? Riskiere nicht so viel. Setze deinen Schutz häufiger ein. Der Ritter hört die Ratschläge und verspricht, sich zurückzuhalten. Sehr schön. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Da haben wir schon einen Konter. Sehr schön. Ach, verdammt. Und jetzt sollte ich aufpassen, dass da nicht zu viel passiert. Der andere verhält sich defensiv. Was schon mal durchaus gut ist. Wow, 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 wow. Shit. Ich wollte doch gar nicht die Pflanze angreifen, verdammt. Muss ich dem jetzt wieder erzählen? Nee, muss ich nicht. Das ist die Frage. Kann ich nicht meinen Stil wechseln? Stil wechseln.